Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing, wo ich aber sagen muss, das Unboxing habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht testen wir auch gleich, wir machen eh ein Video dazu, weil Unboxing ist ein bisschen kurz, denke ich mal. Meine SD-Karte hat einen kleinen Defekt gehabt, jetzt geht sie wieder und mir sind ein paar Videodateien abhanden gekommen, deswegen muss ich das Video nochmal machen, nicht nur das und ein paar andere Videos, aber nichtsdestotrotz, ich richte euch erstmal nach unten. So. Wir packen das erstmal aus. Ich habe es extra nochmal eingepackt. Normalerweise ist das Unboxing ja immer bei mir das erste Mal, aber hier jetzt nur leider nicht. Ich habe die auch schon eine Weile benutzt, deswegen kann ich auch schon da was dazu sagen. Entschuldigung, ihr kriegt ein USB-Kabel, USB-C-Kabel dazu. Leider nur ein. Und ein Ersatz. Sieht man das? Ja. Analog-Sticks. Die kann man hier nämlich abmachen und neue ranmachen. Ihr kriegt eine Anleitung komplett in Deutsch dazu. Und dann auch nochmal zusätzlich eine bebilderte, wo man raufgehen soll, um die zu verbinden. In Englisch, glaube ich, ist das. Aber das steht hier auch mit Farbbildern. Super erklärt. Oder? Nee, stimmt nicht. Doch. Also hier, wie man es losmacht, den Controller, und wo man im Menü hin muss. Ja. Also da steht eigentlich alle drinne. Aber ist eigentlich selbsterklärend. So. Jetzt hole ich ihn erstmal raus, damit ihr den ein bisschen besser sehen könnt. Und zwar ist es dieser hier. Es ist nicht nur ein Controller, es ist auch Joy-Cons. Ja. Und die haben hier wie bei normalen Controllern, halt so ein bisschen stylisch oder ergonomisch gemacht, dass man sie besser halten kann. Und die halten sich wirklich, der hält sich wirklich besser als der normale durch diese Dinger hier. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Ja, dass es mehr wie ein Controller ist. Also hält sich wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Wir können sie mal abmachen. Wenn wir sie abmachen, bleibt nur das übrig. Können wir beiseite legen. So, dann vibriert es auch, wenn es hier verbunden ist. So, dann werde ich euch mal so machen, damit ihr das seht. Und hier seht ihr praktisch, die Switch hat ein bisschen Energie verloren, aber beide Analog-Sticks sind mit der Switch verbunden und vollgeladen. Und um euch zu zeigen, dass das auch wirklich funktioniert, was nehmen wir denn da am besten? Wie groß ist denn das Update für Fortnite? Dann könnte man ja Fortnite mal machen. Okay. Braucht eine Stunde. Okay, dann halt nicht. Dann nehmen wir einfach. Funny Bunny. Ich komme dafür mal so ein bisschen rum. Ja. Ist ja nur, dass ihr seht, dass es auch funktioniert.
Ich habe es halt hier noch nicht gespielt. Seht ihr, das funktioniert alles einwandfrei. Und schon haben wir das Level abgeschlossen. So. Jetzt können wir ins nächste gehen. Das steuert sich aber halt so auch ein bisschen doof. Wenn man mal von der Seite guckt. Muss ich mal so machen. So. Jetzt nehme ich mal die Analogsticks hier einfach ab. Nee, Analogsticks nicht. Joy-Cons. Ihr hört gerade, dass sie vibrieren. So. Jetzt mal den Fuß hier raus machen. So. Und dann kann ich, hoffe ihr seht auch was, dass ich hier was mache. So, kann ich hier wieder mit dem Hasen, was sich immer noch bescheiden steuert, wenn man nur von der Seite guckt. Hoppala, Mist, da wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Minispiel eigentlich spielen. Zusätzlich gehen wir jetzt mal in Space Invaders rein. Das ist ein bisschen einfacher zu steuern, da braucht man nur links-rechts machen. Also selbst wenn ich jetzt hier auf der Seite, von der Seite rüber gucke, kann man da was sehen. Ich könnte mal ein bisschen ranzoomen. So, seht ihr vielleicht ein bisschen besser. Sie haben mich auch noch nicht im Stich gelassen, seit ich sie benutze. Aber ich habe eher Mario & Rabbids gespielt. Und wir können auch jederzeit. Ach, falsch rum. Mach doch dieses Klickgeräusch, wie halt vom Kind. So. Thank you.
Das macht dich echt beschissen, wenn man die ganze Zeit so rüber guckt. Aber ich denke mal, das sollte auch. Zum Demonstrieren reichen. Boss-Attacke. Oh, jetzt kommt ein Boss. Ja, das können wir noch mitmachen. So. Oh, shit. Mist. Oh Gott. Ich denke, das reicht. Wieder rauszoomen. Also egal, wie ihr es benutzt, ob ihr jetzt an der Switch direkt benutzt. Achso, wollte ich ja noch was zeigen, Mensch. Oder halt als Controller. Ich habe keine negativen Effekte festgestellt. Ihr könnt die auch laden weiterhin, ohne Probleme. Also ist nicht so, dass sie jetzt zu dick sind oder so. Passt trotzdem noch rein. Alle kein Problem. Auch die Schultertasten, die beim Original sind, sind hier auch immer noch dran. Wenn ihr das einzeln nehmen wollt. Das Einzige, was ich hatte, das war jetzt bis jetzt einmal. Ich habe es jetzt zweimal geladen. Danach war es nicht mehr. Aber beim ersten Mal hatte der rechte nicht richtig verbunden. Den habe ich dann erstmal separat mit USB, so in 2 Minuten ein bisschen saftig gegeben. Und dann hat er sich auch verbunden. Also herin gemacht und dann wurde er auch erkannt, alle drum und dran. Der linke wurde gleich erkannt, Quatsch, der rechte, der linke war der blaue, der wurde nicht gleich erkannt. Und am Anfang hatte ich das so, dass wenn ich beide drin hatte, auf einmal gesagt wurde, vom Stromverbrauch, dass die voll sind, obwohl sie geladen werden. Wenn ich die jetzt einzeln mache, so, zeige ich euch mal. Ich mache die jetzt mal einzeln hier nochmal an den. So. So. Hier sind, hier seht ihr jetzt, dass die komplett voll geladen sind und die Switch so ein bisschen Verlust hat. Also die muss ich wieder laden irgendwann. Ja. Und beim ersten Mal war das so, dass der rechte ganz wenig hatte, also leicht rot konnte man sehen, damit er leer ist. Und auf der linke hatte ein bisschen mehr gehabt. Und hatte ich die dann aber beide mit der Switch verbunden, also Rinne steckt in die Switch, dann war auf einmal der rechte war am Laden und der linke war voll oder so. Ich weiß nicht, da war irgendwie ein Fehler. Das ist danach nicht mehr passiert. Das war beim allerersten Mal. Und dann, wenn die einmal voll waren, also seitdem die immer richtig komplett voll aufgeladen waren und so, hatte ich das nicht mehr. So. Kann man ausschalten. Das soll es soweit auch gewesen sein. Ich werde euch den Controller auch unten in der Beschreibung verlinken. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, einfach in die Kommentare posten.
Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.